Und willkommen zum neuen Part. Ich freue mich echt ultra drauf, heute mit euch Spaß zu haben. Heute spielen wir nämlich einen neuen Part. Ja, heute spielen wir nämlich, ja, wieder eine Runde von Pokémon Let's Go Evoli. Ich hoffe, euch geht ganz gut. Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall drauf, dass wir heute einen neuen Part machen. Und jetzt geht's los. Ja, juhu. Oh ja, das ist okay, oder? Ja. Ja, okay. Ja, ich glaube, so ist es in Ordnung. Na, Leute, jetzt könnt ihr auch mal sagen, wie die Kamera so gut ist oder schlecht ist. Könnt ihr mir gerne mal sagen. Könnt ihr mir gerne mal sagen. Egal, ich freue mich jetzt drauf, mal zu flüchten, weil ich will jetzt nicht unbedingt wieder irgendwas machen. Also heute bin ich auch so zufrieden, Baby You, genau. Ah, die Grafik ist schön toll. Soll ich mal ein Team nehmen? Ich glaube, ich tue immer ein Team, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich den jetzt. Ja, ich weiß es noch nicht genau, ob ich den jetzt insgesamt ein Team nehme, aber ich kann ja mal als Hilfe nehmen. Genau. Als Hilfe. Zielen. Meinetwegen versuche ich jetzt nochmal ordentlich zu schießen, aber ich kann euch sagen, ich muss noch so viel lernen. Dieses Zielen ist schon ein bisschen nervig, aber. Ja, ich muss noch lernen. Egal. Ist in Ordnung. Ich versuche mal ein bisschen heute ein bisschen erkenntlicher zu sprechen. Ich denke mal, es klappt auch. Ich weiß aber nicht. Ja, der letzte Pass war echt ultra geil. Und ja, ich habe echt viele Versprecher gehabt. Ich weiß es, Baby You. Ja, es war halt leider ein Fehler, aber ich denke mal, das kann man sich verkraften. Wow. Der Pflanze Gift. Ja, ist nicht schlecht. Knofenser kann ja mal ein Team gehen, doch. Der kann mal bei mir ein Team reingehen. Der ist ja sehr nett. Und Evoli läuft hinter mir her. Habe ich noch gar nicht erwähnt beim letzten Mal. Evoli läuft mir hinterher. Finde ich auch echt eine tolle Sache. Ja. Ist schön gemacht. Muss immer cutten bis gleich bei Bio. So, ich glaube, hier können wir einfach Fluss machen. Ja, gut. Genau, wir können einfach hier Flucht machen, ist in Ordnung. Ja, ich kriege immer alles zurück, ey, oder? Die Schwierigkeiten, die ich in das Spiel habe, kriege ich dann zurück. Naja. Ah, die Grafik ist echt bombastisch. Ich kann es immer nur sagen. Das beste Spiel, oder? Was ich hier gespielt habe in dieser schönen Grafik. Oh, endlich mal ein Kampf jetzt. Ich freue mich drauf. Ist ein Kampf oder nicht? Nee, leider nicht. Naja. Ja, mir fehlen bis jetzt schon die Kämpfe, leider. Ja, die fehlen mir so ein bisschen, aber. Schön, dass auch Erkundungen sind. Was ist denn hier mit dir los, Evoli? Was hast du denn Schönes gefunden? Sirigo hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Danke. Du hältst eine Himmelbeere. Du staubst sie und hast Spaß. Ah, schön. Okay. So ein bisschen wie Fall, oder? Ist das hier so eine Waldregion oder gibt es auch verschiedene Regionen? In diesem Videospiel hier. Ja, ich glaube schon. Und das ist eine Abkürzung. Okay, da gibt es nichts Besonderes mehr, oder? Ich glaube nicht. Nee. So. Dann können wir auch weiterkommen, weil da ist nichts mehr. Und jetzt sind wir nämlich hier in Fatania City. Klingt echt extrem gut, diese Stadt hier. Meiner Meinung nach klingt es ja echt schon geil, ey. Ja. Schick. Wow, wer bist du denn hier? Du siehst echt ein bisschen komisch aus, aber wir schauen mal. Hallo. Du versuchst, den Pokédex zu verstellen. Dann gebe ich dir einen verdammt nochmal vervollständigen Rat mit den auf dem Weg. Man kann nie genug Pokébälle haben. Kauf die im Supermarkt. Am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorrat. Ja, machen wir. Oh, da oben sind da die Dinger, die ich kenne. Ja, die kennt ihr auch bestimmt. Die kenne ich auch. Die habe ich nämlich, wie gesagt, früher, als ich Pokémon geschaut habe im Fernsehen. Es gab ja so Serien. Da habe ich die halt immer
gesehen, da habe ich immer so ein bisschen Angst gehabt und jetzt kommt sie echt darauf und jetzt kenne ich sie echt kennen, weil sie gaben ja uns gar nicht eine Chance in Sonnenmond aufzutreten. Die gab es in Sonnenmond nicht. Alpha Saphir weiß ich nicht und Pokémon Y war ich auch nicht. Ist glaube ich nur die erste Version, oder? Ach egal. Oder sind wir die jetzt zum ersten Mal in HD? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir jetzt die zum ersten Mal in HD sehen hier. Der schönen Grafik. Und in der Serie oder in dieser Pokémon-Serie war es auch eigentlich immer schön. Was denn hier? Wir finden einen Trank. Ja, geil. Finde ich schön, ja. Und hier ist Route 22, was so ein Geier, ey. Mini-Güte, ey. Schön schick. Wow. Ich kann nur sagen, unschlagbar gut. Und heute kann ich wenigstens auch nicht mehr so viel sprechen heute. Also heute kann ich nicht erhorme sprechen. Ich glaube, heute kann ich nicht so erhorsam sprechen. Ich glaube, das ist nicht so toll, auch wenn ich jetzt im zweiten Part noch so viel spreche. Egal. Ach, egal. Ja. Hier sind Pokébälle und da oben können wir gar nicht hingehen, weil da wie eine Sperre ist. Ja. Aber okay, wie ihr wollt. Den will ich auch nicht fangen, der sieht mir nicht so sympathisch aus. Wenn ich ein Team haben möchte, würde ich ganz gerne mal Schlappo haben. Und ich finde auch schön, dass die auch hier so herumfliegen, die Pokémon. Finde ich auch echt sehr gut gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Wow. Ja. Schon geil. Aber ich will nicht fangen. Ich will verdammt noch mal kämpfen. Wenn es endlich mal wieder Kämpfe gibt, dann will ich ganz gerne auch mal ausrasten, aber gut. Was ich gut finde in diesem Game, dass das nicht so lange ist wie Sonne, Mond, Ultra Sonne, Ultra Mond. Das war schon leider meiner Meinung nach war es eine ganz schön schlimme Situation, dass man immer sich da so konzentrieren musste. Es war einfach ultra nervig immer. Immer und immer so lesen. Und hier habe halt ja ungefähr in ein paar diese Sache da beendet. Und hier ja geht's schneller. Wow, was denn hier los? Wie gesagt, Spiel ist auf jeden Fall blind. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal und ich spiele auch diese Edition auch zum ersten Mal. Das ist halt für mich, wie gesagt, ein neues Pokémon. Ich habe kein Pokémon Gelb gespielt, gar keinen Scheiß. Wie gesagt, gar nicht davon. Nur Sonne, Mond und Altera und X. Alpha und Alk Fix. Y, X habe ich nicht gespielt. Nicht so richtig. Also Y habe ich ganz kurz gespielt, aber nicht so lange. Hier dürfen nur wirklich starke Pokémon-Trainer passieren. Aber du besitzt noch nicht mal einen Festort. Naja, ist ja gut. Brauch ich. Wusste ich doch nicht. Ja gut, dann ist hier wie eine Prüfung, wenn ich mich nicht irre. Sieht so aus, dass wir hier eine Prüfung haben. Ja, sieht so aus, ja. Pokémon Liga, der Gipfel der Pokémon, alle, der Haupteingang. Danke.
Ja, hier ist glaube ich nichts, oder? Hier ist nichts mehr, nee. Ist ja auch was, hier ist nichts, okay, oder? Ist hier nichts? Okay, danke. Ja, ich bin halt ein bisschen verwirrt heute, aber ich denke mal, ist in Ordnung, doch. Also hier ist nichts, danke. Ach, ist das schön hier, wow. Ich kann nicht so viel davon noch sagen, aber es ist so toll. Hier ist Vitalia City, da oben ist nichts, wenn ich mich nicht irre. Hallo Kindi. Ist das Pokémon, das du da bei dir hast? Wie cool. Ich finde es klasse, die man so herausspringen kann. Mein Lieblingsbogen und spazieren gerne. Und man kann machen und lassen und springen und wann man will. Springen, sprangen, Spaß haben und laufen, wann man möchte und wann man will. Und wann man will. Oh jo. Oh jo. Hallo, was geht los bei dir? Hey, soll ich dir über Raupi was erzählen? Und Halio, Raupi ist nicht besonders gefährlich. Holiono hat aber echt einen giftigen Stachel auf dem Kopf. Du musst aufpassen, dass deine Pokémon nicht piekst. Ja. Gut. Was denn mit dir, Olivi? Evoli. Hallo Evoli, was geht los? Was ist los mit dir, Nuki? Hajo, so. Oh, ich kann sie lesen. Doch, kann ich. Siokai Schuhnuppert an den Blumen. Schön, ja, danke. Das war's, okay, ja. Hallo. Ach, hallo, du kommst also aus Alabastia, oder? Dann kennst du doch noch sicher Professor Eich. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen, aber ich gab gerade alle Hände. Was zu tun? Würdest du sie für mich zum Professor bringen? Natürlich. Du verstaust das Eis im Beutel. Danke, das ist echt nett von dir. Richtig, Professor Eich, doch bitte schöne Grüße von mir aus. Ja, willst du sofort zu Professor Eichs Pokémon-Labor zurückkehren? Oh, ja, gut, mach es einfach, komm. Hallo? Ich glaube, ich bin richtig, oder? Professor Eich. Hallo, Mariti. Na, wie verstehst du dich mit Evoli? Pro Eich. Nanu. Komm her. Oh, wie süß. Der ist auch mal ein Käppi. Das ist genug für dich. Professor Eich. Na, da strunzt der, oder? Ist aber auch echt lustig. Ihr beide seid echt schon ein geradezu unzertrennliches Team. So du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu haben. Großes Talent zu haben. Du hast was für mich? Du hast etwas für mich? Du gibst Professor Eich das Paket. Professor Eich, ah, mein Lieblinge. Meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du mir so viel Mühe um mich gemacht hast. Sie mir extra herzubringen. Professor. Eich, hallo, muss ich schon. Professor, mein Pikachu hat eine Attacke erlernt. Muss ich schon. Wow, wie cool ist das denn, Marite? Es ist Ovili, Evoli. Es war einfach so an dir hochgeklettert. Professor Eich, du kommst gerade richtig. Mich hat eben ein tolles Lieferungspaket erreicht. Hier, das ist für dich. Vielen Dank. Du hältst Himmelbeeren von Professor Eich. Du verstaust sie in der Fangtasche. Die sehen lecker aus. Professor Eich, wie so schnell, du Schleckermaul. Diese Beeren sind für Pokémon gedacht. Wirfst du einem Pokémon ein Himmelbeere zu, bevor du es mit einem Pokémon anvisierst? Freut es sich riesig drüber und lässt da sicher bestimmt auch leichter fangen.
Mutterchen, sagen Sie das doch gleich. Ich hätte die Bären beinahe selbst gemampft. Professor Eichhörnchen, wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige besonders sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Genau, Mario. Das ist das Wichtigste. Oh mein Gott! Wir haben Evoli auf dem Kopf. Krass. Aber was ist jetzt eigentlich hier drin? Geier. Ja, was ist denn für ein Pokémon, Junge? Das interessiert mich gerade. Oder, wenn das noch eine Spezialedition gibt von Pokémon Let's Go Evoli. Weil, wenn da schon so ein Pokémon liegt, dann kann auch sein, dass es noch eine Spezialedition gibt. Wetten? Ja, sonst würde es ja nicht dahin kommen. Oder dann würde es ja nicht da so hinten stehen, dieses Pokémon. Muss ich einen Augenblick. Das Trainer-Design besteht nicht nur aus dem Fangen von Pokémon. Trainer tragen einander untereinander, nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeige dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir. Oh, wir kämpfen jetzt also. Okay, gut. Endlich geht's mal los mit Kämpfen. Danke. Hat das lang gedauert? Ach, egal. Pokémon-Trainer muss ich fordern dich heraus. Let's go, genau. Danke. Let's go, genau, Mario. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Kampf, ja. Endlich können wir kämpfen. Meine Güte, ich bin so gespannt. Tackle. Ja, oder? Wir nehmen Tackle, genau, Baby Yoda. Nimm das. Danke sehr, mach's gut, Baby Yoda. Danke und los geht's. Uah, guter Schaden. Hätte ich gedacht, ob das so einfach geht, aber danke sehr. Nimm das, Baby Yoda. Danke. Danke, nimm das, Baby Yoda. Du bist ja echt gut, ne? Evoli, meine Güte, bin ich auf dich, ja, zufrieden und noch auf dich stolz, weil du so kräftig bist, obwohl du Tackle ansetzt. Ich bin super gespannt, wie du dich weiterentwickelt. Mit deinen Attacken, meine ich. Mach's gut, Baby, danke. Pikachu's down, Pikachu's down, Pikachu's down, danke sehr. Und Level 6, oh mein Gott. Das ist gut, ja, danke. Eine neue Attacke. Sie erlernt Rock Superkick. So muss es sein. Baby, jo, genau. Wie, was? Ich habe verloren? Du gewinnst das. Danke. Mach ich gerne. Oh, muss ich denn? Oh Mann, hätte ich den Mund bloß nicht so voll aufgenommen, Mann. Wie peinlich. Ich hätte mein Pokémon von unseren ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns dann bald wiederholen. Professor Eichner, wie war dein erster Kampf? Dein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Ja, doch, ich war zufrieden. Bis dann, Professor, ich hab dich lieb. Oh Gott. Danke. Kann man sich auch eigentlich ändern, wenn man jetzt zum Beispiel das Pokémon lieber hinterherlaufen möchte, oder kann man sich nicht dazu entscheiden? Ach doch, was ist denn los hier? Hallo Marite, ja, was ist los? Bist du die Mutter davon? Oder bist du von die Position-Figur die Mutter? Oder bist du von mir die Mutter? Oder bist du von Position die Mutter? Wenn Evoli so auf dir sitzt, wirkt es schon richtig beruhigt. Ich glaube, ich habe genug das richtige Geschenk für euch. Ich habe genug für euch, ein richtiges Geschenk zu kriegen. Oder? Ich habe genug Zeit jetzt verschwendet, dass ihr ein gutes Geschenk von mir bekommt. Du verstaust das sportliche Set in deinen Klamottenkoffer. Wenn du Evoli dieses Set anziehst, könnt ihr am Paterlog auf Reisen gehen. Oh mein Gott! Huch! Ah, schick, ich bin schick, oder? Hallo, oh, Siokiu sieht überglücklich aus. Hallo! Darf ich dich streicheln? Ja, danke. Spiel mit Sioki, Joy-Con. Führe die Hand zu Sioki und bewege sie, um so streicheln. Mach ich gerne. Hallo, komm her. Ja, wie geht es denn? So? Ja.
Oh, das ist niedlich gemacht. Das ist ja nichts für schnuckliche Leute, ne. Na, da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Evoli deinen wahnsinnig freuen. Dich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Wenn du den X-Knopf drückst und im Menü mit Sio-Eik spielen willst, dann kannst du es machen. So, vielen Dank für die Erklärung. Jetzt kann ich endlich losgehen und weiterhin Spaß haben. Danke sehr. Du, 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 du. Ah! Jetzt geht's endlich los mit dem Kampf. Let's go, danke. Gekämpft. Los, let's go, no, danke. Yo, hallo, Babyo, komm her. Komm her, Babyo, genau. Let's go, genau. Du, hallo, hallo, hallo. Du, da, 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 da. Ah, du. Tacke, let's go, genau, danke. Wow, richtig gut gemacht, danke sehr. Krass, danke. Mach's gut. Ja, du bist da und danke. Ja, gut, war gut, ich bin zufrieden, danke. Macht Spaß auf jeden Fall zu kämpfen, ja. Ich habe es, ich würde ganz gerne mal ihn haben hier und ihn bewegen. Genau, ja, so ist gut. Dass er auch mal als Anfang mal hier fängt. Okay, jetzt kann ich auch mal dorthin hier. Hallo. Da bist du ja. Hallo. Muss ich hin? Hey, du strahlst ja über beiden Ohren, Marite. Was ist denn los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen. Coole Sache. Ach ja, ich wollte dir noch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Die verlieren dabei oft KP und AP. Ja, verstehe ich. Aber wenn du sie in den Pokémon Center bringst, wird dein Team dort wieder aufgepäppelt. Es dauert überhaupt nicht lange und kostet dich kaum was. Behalte den Zustand deiner Pokémon nach Kämpfen immer gut im Auge, ja? Wow, danke. Ich hoffe, heute kann man mich auch gut verstehen. Ich denke schon. Ich mache heute auch ultra Spaß mit euch zusammen weiter zu zocken. Oh, wow. Eine Laterne Lora hier, ja, schön. Eine Laterne Lora hier, schön. So, wir waren da schon nach oben, ne? Und jetzt gehen wir nochmal hier rein. Hier waren wir nämlich noch nicht drin. Hallo. Hier ist das Pokémon-Center, das müsste jeder kennen, eigentlich. Wenn nicht, müsst ihr euch noch besser informieren. Weil ich kenne mich ja besser aus mit euch. Mit euren Pokémon-Center-Infos. Ich glaube, ich kenne mich besser damit aus, weil in Donnermond gab es eine PC-Box und jetzt gibt es keine PC-Box. Jetzt gibt es keine PC-Box, habe ich gehört. Naja, ich sehe da mit der rein. Im Magazin-Stand da hinten ist für alle. Darauf hat man, ja, für die Dame was und auch für den Jungen und für den Kind und für den Herren. Wenn man so viele Pokémon fängt, werden sie in eine Box geschickt. Du hast in den Beutel doch auch so eine Box unter nicht. Das gab es mal, aber ich glaube, das gibt es heute nicht so gut mehr. Hier ist ein Magazin mit dem Titel Das Pokémon. Ja. Mit Hilfe von Geheimtechniken wird so sein und dann wird so sein und dann wird so sein. Und hier ein schickes Bild, das freut mich ja sehr. Danke, danke, wow, ist das schön gemacht hier. So, was ist das denn? Warum ist denn hier so ein komisches Pokémon? Schneller, schneller! Ach, das ist das Pokémon von ihr. Ach, hallo. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen für dich? Gerne. Okay, dann nehme ich deine Pokémon und tue sie für einen kurzen Moment in diesen Apparat. Das ist schlecht gemacht, oder? Es war Sonnenmond besser, oder? Ich weiß nicht. Oder bin ich mir gerade nur ein. Also in Alpha Saphir war es genauso, aber in Sonnenmond war es ein bisschen besser, oder? Diese Einblendung, nicht so pixelig.
Nie so pixelig. Oh mein Gott, wir haben einfach diese Weltkarte nochmal, oder? Ist das die komplette Weltkarte hier? Boah, das ist krass gemacht. Das war eine Karte hier, Lidor. Wo man sich verdammt nochmal befindet, ne? Und das ist das gesamte Spiel, ja krass. Man hat hier eine Karte, dann kann man sehen, was hier so alles geht. Krass gemacht. Finde ich gut. Das werden wir auf jeden Fall doch alles sehen, Baby You. Finde ich aber schön gemacht. Hallo, wie geht's dir? Wo du von hier aus auch hingehen kannst, ist eine Stadt. Du kannst ganz so viele Sachen machen. Ja, das Pokémon Center gefällt mir echt gut. Auch ist auch ganz ordentlich schön dick gemacht. Ja. Ich bin damit auf jeden Fall auch zufrieden. Hallo. Haupi ist nicht besonders gefährlich. Hornlino hat aber echt einen giftigen Stachel. Ja. So, wo können wir denn jetzt eigentlich den Kampf machen? Können wir jetzt hier weitermachen oder nicht? Was denn hier so los? Hallo. Trainerschule. Ach, hier ist die Trainerschule. Ja, da hier. Hallo, wow, ist das schick gemacht. Das ist ja wie in seiner Mutter. Da gibt es ja auch so eine schöne große Schule. Also dann, liebe Klasse, wo können wir denn nochmal heute nützliche Informationen für angenehme Trainer finden? Richtig. Und vergesst euch nicht zu konzentrieren. Ja, hallo. Ich lerne gerade über was über die Pokémon-Typen. Evoli gehört zu den Typ Normal. Pokémon vom Typ Normal sind nur Pokémon vom Typ Kampf gegenüber im Nachteil. So ist es, so ist richtig. Was ist denn los mit dir? Wenn sich Pokémon in Kämpfen so richtig aufstoben dürfen und wieder spazieren wollen, dann können sie auch das machen. Ja, mache ich gerne. Vielen Dank. Ja, ist auch schick gemacht hier. Hier ist nichts Besseres, oder? Hier ist nichts. Nee. Hallo, hier ist eine Bank und da ist alles versteckt. Ist alles abgetrennt. Danke. Schön gemacht. Hier ist Mirapler, hallo. Mirapler, hallo. Pokémon für den Typ Vertander, danke. Ach, hier darf man noch nicht rein. Okay, danke, gut. Ja, Leute, das war's mit diesem Part, oder? Das sieht echt interessant aus hier mit euch zusammen. Sich bis dahin auszudenken, macht Spaß. Ja, ich weiß. Wenn du den Y-Knopf drückst, dann kannst du auch machen. Okay, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. War echt ein schöner Part mit euch zusammen heute. Bis zum nächsten Mal. Es war angenehm hier. Auch dieses Haus ist schön. Ich würde sagen, ich liebe euch, Lollis. Bis dann, ciao. Alles gut.